Willkommen zu unserem Podcast Das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful Word Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100% bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, Irrlehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Anderson in längeren Episoden einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Die Bibel sagt in 2. Mose Kapitel 28, Vers 42, und du sollst ihnen leinende Beinkleider machen, um das Fleisch der Blöße zu bedecken, von den Hüften bis an die Schenkel sollen sie reichen. Also den Priestern sollten leinende Hosen gemacht werden, um das Fleisch der Blöße, also um ihre Nacktheit zu bedecken, von den Hüften bis an die Schenkel sollen sie reichen. Das ist ein Vers, den Deutschland dringend benötigt, ein Land, das keinen Anstand mehr kennt, das gar nicht mehr weiß, was Nacktheit überhaupt bedeutet, ein Land, in dem es FKK-Strände gibt. Aber bevor ich auf FKK-Strände eingehe, lass mich dir erstmal eine biblische Definition geben, was Nacktheit überhaupt bedeutet, denn es bedeutet was anderes, als was es heutzutage in dieser verkorksten Gesellschaft bedeutet. Wie wir schon gesehen haben, will Gott, dass die Hosen das Fleisch der Blöße bedecken und es heißt, von den Hüften bis an die Schenkel sollen sie reichen. Aber allein dieser Vers ist nicht so eindeutig zu verstehen. Wenn wir jetzt aber Geistliches geistlich erklären, ja, wir sollen die Bibel geistlich erklären, nicht weltlich erklären. Die Bibel sagt, dass wir Geistliches geistlich erklären, also wenn wir die Bibel erklären, dann müssen wir die Bibel mit der Bibel erklären. Und die Bibel sagt in Jesaja Kapitel 47, Vers 1 bis 3, steige herab und setze dich in den Staub, o Jungfrau, Tochter Babel. Setze dich auf die Erde ohne Thron, du Tochter der Chaldäer, denn man wird dich nicht mehr die Verwöhnte und Verzärtelte nennen. Nimm die Mühle hervor und mahle Mehl, nimm deinen Schleier ab und hebe die Schleppe auf. Entblöße die Schenkel, warte durch die Flüsse, deine Blöße soll enthüllt und deine Schande gesehen werden. Ich will Rache nehmen und keinen Menschen schonen. Also was ist jetzt genau das Fleisch der Blöße? Wir haben gelesen in 2. Mose 28, Vers 42, dass die Hosen von den Hüften bis an die Schenkel reichen sollen. Aber wie weit genau sollen die Hosen jetzt reichen? Das finden wir heraus in Jesaja 47, Vers 2, wo es dann heißt, entblöße die Schenkel, warte durch die Flüsse, Vers 3, deine Blöße soll enthüllt und deine Schande gesehen werden. Also was ist Blöße, was ist Nacktheit? Laut der Bibel, laut Gott selbst, es ist, wenn die Schenkel entblößt werden. Deine Blöße soll enthüllt und deine Schande gesehen werden. Entblößte Schenkel sind Nacktheit, entblößte Schenkel sind Schande. Nacktheit ist Schande, wir sollten uns schämen darüber, was heutzutage leider nicht mehr der Fall ist. Also was ist gemeint, wenn die Bibel sagt, von den Hüften bis an die Schenkel sollen sie reichen? Das bedeutet, dass die Schenkel bedeckt sein sollen. Das Gegenteil davon wären eben entblößte Schenkel und da sagt Gott, deine Blöße soll enthüllt und deine Schande gesehen werden. Entblößte Schenkel sind Nacktheit. Hosen sollten bis an die Knie somit reichen. Und wenn Hosen nicht bis an die Knie reichen, dann ist das schon Nacktheit. Du könntest zwar sagen, ja, aber sie hat doch was an. Ja, aber es ist trotzdem Nacktheit, wenn die Schenkel nicht bedeckt sind. Und das ist eine biblische Definition. Ich habe dir eindeutig biblisch gezeigt, was Nacktheit heißt. Es fängt schon an bei entblößten Schenkeln. Und heutzutage geht es aber so weit, dass wir FKK-Strände haben. Ja. Und das wird als Kultur bezeichnet. Dabei ist es einfach nur Schande. Das ist, wie die Bibel es bezeichnet. Nacktheit ist Schande. Natürlich in der Öffentlichkeit, darum geht es, wenn andere es sehen können. Es ist Schande, es ist eklig, FKK-Strände sind Perversion. Und wenn du FKK-Strände normal findest, dann bist du wahrscheinlich einfach selbst krank im Kopf. Dann ist selbst irgendwas falsch mit dir. Was ist falsch mit dir? Wie kannst du das normal finden? Dann müsstest du es normal finden, wenn Leute auf offener Straße nackt rumlaufen. Ist doch normal, ist doch freie Körperkultur, das ist doch Kultur. Wir könnten es auch einfach Fäkalienkultur nennen, weil es eklig ist, es ist Perversion, nackt rumzulaufen, sich nackt zu zeigen vor anderen. Männer, die mit ihren Frauen zum FKK-Strand gehen und es einfach freiwillig in Kauf nehmen, dass ihre Frau von anderen Männern nackt gesehen wird. Was? Das ist krank, das ist pervers. Und ganz ehrlich, Eltern, die mit ihren Kindern auf FKK-Strände gehen, das grenzt an Kindesmissbrauch. Das ist psychischer Kindesmissbrauch, das ist krank. Leute, die das normal finden, mit denen ist irgendwas falsch im Hirn, das ist nicht normal. Aber Leute heutzutage müssen sowas hören, weil es diese Standards, diese biblischen Standards, einfach nicht mehr gibt in Deutschland. Deutschland ist ein Land, in dem es als normal angesehen wird, dass es eben sowas wie FKK-Strände gibt, in dem es normal angesehen wird, wenn man sich kurz bekleidet. Und es fängt eben da schon dabei an, Schande fängt schon dabei an, wenn die Schenkel entblößt sind. Ich habe euch das gezeigt.
Wir haben eine eindeutige Anweisung aus 2. Mose 28, Vers 42, wie weit Hosen reichen sollen. Und wenn wir das vergleichen mit Jesaja Kapitel 47, Vers 1 bis 3, sehen wir eben, was genau damit gemeint ist, dass die Schenkel bedeckt sein sollen. Aber die heutige Gesellschaft interessiert sowas natürlich nicht. Heutzutage ist es völlig normal, buchstäblich nackt rumzulaufen. Es ist keine Schande mehr, es wird keine Scham mehr empfunden. Und das ist das wirklich hauptsächliche Problem. Ein weiterer Vers, Offenbarung Kapitel 3, Vers 18. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Also einfach nur, um dir zu zeigen nochmals, dass Blöße, dass Nacktheit Schande ist. Es heißt ja, die Schande deiner Blöße. Es ist Schande, wir sollten uns schämen dafür. Aber Deutschland ist ein Volk, das kaum noch Scham empfindet. Die Bibel sagt auch, ich will nichts Schändliches vor meine Augen stellen, das Tun der Abtrünnigen hasse ich, es soll mir nicht anhaften. Wenn wir etwas Schändliches sehen, dann wird es uns anhaften in unseren Gedanken, auch wenn wir nicht dasselbe verüben unbedingt, aber es wird uns anhaften in unseren Gedanken, weil wir Gedanken schlecht loswerden. Richtig, das, was wir einmal gesehen haben, das können wir schlecht loswerden im Normalfall. Und deswegen sagt die Bibel eben, ich will nichts Schändliches vor meine Augen stellen, das Tun der Abtrünnigen hasse ich, es soll mir nicht anhaften. Hey, du solltest das Tun der Abtrünnigen hassen, du solltest FKK-Strände hassen. FKK-Strände sind Schande, wir sollten nichts Schändliches vor unsere Augen stellen. Es ist Perversion. FKK-Strände sind buchstäbliche Perversion. Aber Deutschland ist ein Volk ohne Scham. Und das ist das wirklich hauptsächliche Problem, das ist das eigentliche Problem an der ganzen Sache, dass Deutschland ein Volk ohne Scham ist. Die Bibel sagt in Jesaja Kapitel 3, Vers 9, der Ausdruck ihres Angesichts zeugt gegen sie, und von ihren Sünden sprechen sie offen wie die Sodomiter und verbergen sie nicht. Wehe ihrer Seele, denn sie fügen sich selbst Schaden zu. Deutschland ist ein Volk, das einfach offen von seinen Sünden spricht, das keine Scham empfindet. Von ihren Sünden sprechen sie offen wie die Sodomiter und verbergen sie nicht. Warum wohl werden Leute, die offen von ihren Sünden sprechen, mit Sodomitern verglichen? Weil eben die Sodomiter keine Scham empfinden, sie haben kein Empfinden mehr, sie haben kein Gewissen mehr. Scham bewegt uns oftmals dazu, das Richtige zu tun, denn bei Scham geht es natürlich darum, dass wir etwas vor anderen Menschen nicht tun wollen. Da geht es uns um andere Menschen, dass wir an andere denken. Aber warum haben Sodomiter keine Scham? Nun, weil sie eben sich nicht für andere Menschen interessieren. Sie interessieren sich für Menschen nicht, sie lieben niemand anderen als sich selbst. So sind Sodomiter, deswegen haben sie keine Scham, weil sie sich für niemanden interessieren. Aber so sollten wir natürlich nicht sein, richtig? Wir sollten unseren Nächsten lieben, wir sollten Scham empfinden, wir sollten uns schämen für Nacktheit, wir sollten uns auch schämen, wenn andere nackt rumlaufen. Wir sollten uns schämen. Aber Deutschland ist ein Volk, das keine Scham mehr empfindet. Deutschland ist ein Volk, das offen von Schmutz spricht, das offen über Sünden redet, das offen über die AIDS-Community redet und über ihren Schmutz, in dem offen darüber geredet wird, ohne Scham. Wie die Sodomiter sprechen sie offen von ihren Sünden, verbergen sie nicht, wehe ihrer Seele, denn sie fügen sich selbst Schaden zu. Wenn jemand wie die AIDS-Community buchstäblich keine Scham mehr empfindet, dann ist derjenige ein Verworfener. Von Gott verworfen, weil derjenige ganz einfach kein Gewissen mehr hat. Scham und Gewissen zu haben, gehen natürlich einher. Und die Bibel sagt in Jeremia Kapitel 6, Vers 15, schämen sollten sie sich, weil sie Gräuel verübt haben, aber sie wissen nicht mehr, was sie schämen heißt und empfinden keine Scham. Darum werden sie fallen unter den Fallenden, zur Zeit ihrer Heimsuchung werden sie stürzen, spricht der Herr. So spricht der Herr, tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach dem Pfaden der Vorzeit, welches der gute Weg ist, und wandelt darauf. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Sie aber sprechen, wir wollen nicht darauf wandeln. Das ist Deutschland, ein Volk, das einfach Gott ins Angesicht absagt, wir wollen nicht darauf wandeln. Wir wollen nichts von der Bibel wissen, von Gottes Wort. So sind die meisten Leute in Deutschland. Und ich habe Wächter über euch bestellt, achtet doch auf den Schall des Schofarhorns. Sie aber sprechen, wir wollen nicht darauf achten. So hört nun ihr Völker und du Gemeinde, erkenne, was mit ihnen geschieht. Höre es, Erde, siehe, ich will Unheil über dieses Volk kommen lassen, die Frucht ihrer Gedanken, denn auf meine Worte haben sie nicht geachtet und mein Gesetz, das haben sie verworfen. Sie sind alle widerspenstige Empörer, gehen als Verleumder umher. Erz und Eisen sind sie, Verderber alle miteinander. Der Blasebalg schnaubt, vom Feuer ist das Blei verzerrt. Vergebens hat man geschmolzen und geschmolzen. Die Bösen werden doch nicht ausgeschieden. Verworfenes Silber nennt man sie, weil der Herr sie verworfen hat. Und was hier beschrieben wird, ist, dass Israel quasi wie im Feuer geläutert wurde, wie man Metall im Feuer läutert, um es eben reiner zu machen. Und die Bibel sagt in Jeremia 6, Vers 29, der Blasebalg schnaubt, vom Feuer ist das Blei verzerrt, vergebens hat man geschmolzen und geschmolzen, die Bösen werden doch nicht ausgeschieden. Also egal, wie sehr
Gott Israel gestraft hat, immer wieder gestraft hat, immer wieder seinen Zorn über sie ausgegossen hat. Sie wollten nicht umkehren, sie wollten von Gott nichts wissen. Und dann sagt Gott, verworfenes Silber nennt man sie, denn der Herr hat sie verworfen. Gott ist fertig mit Israel, er hat sie verworfen. Und genauso kann es auch passieren mit Deutschland, genauso wird es auch eines Tages passieren mit Deutschland. Wenn Deutschland nicht umkehrt, wenn Deutschland keine Scham empfinden will, wenn Deutschland nicht auf den Herrn hören will, auf Gottes Gebote, auf Gottes Gerechtigkeit. Wenn Deutschland nicht hören will, dann wird es zugrunde gehen. Und wenn Deutschland zugrunde gerichtet wird, wenn Deutschland ausgerottet wird, wenn Gott fremde Herrscharen über Deutschland bringt und es ausrottet, weißt du was, dann sage ich Amen dazu. Gott sei Dank ist es noch nicht so weit. Die Bibel sagt in Jeremia 7, Vers 27, und wenn du auch alle diese Worte zu ihnen redest, so werden sie doch nicht auf dich hören. Und wenn du ihnen zurufst, werden sie dir nicht antworten. Also Gott hat einfach Jeremia von vornherein gesagt, wenn du zu ihnen redest, sie werden nicht auf dich hören. Prophezeie ihnen, aber sie werden nicht auf dich hören. Gott sei Dank ist es noch nicht ganz so demotivierend in Deutschland. Gott sei Dank können wir noch Seelen gewinnen gehen und es werden Menschen gerettet. Und wenn du als Christ nicht Seelen gewinnen gehst in Deutschland, dann solltest du dich wirklich was schämen. Es gibt noch eine Chance für Deutschland und wir sollten als Christen Seelen gewinnen gehen, das Evangelium predigen. Es werden noch Menschen gerettet, es kommen sogar Atheisten zum Glauben. Erst kürzlich wieder einer. Hey, es ist noch nicht zu spät für alle. Aber Deutschland ist auf einem guten Wege dazu, ein Volk der Verworfenen zu werden, ein Volk, mit dem Gott einfach fertig ist, weil es sich zum Großteil einfach nicht mehr schämt, offen über seine Sünden redet, von Gott nichts wissen will. Und dann kann ich nur sagen, dann fahrt doch zur Hölle. Aber solange das noch nicht der Fall ist, solange Gott noch nicht komplett fertig ist mit Deutschland, müssen wir Seelen gewinnen gehen. Geh auf seelen-gewinnen.de. Unsere nächsten Veranstaltungen findest du auf der Website. Und wir wollen dir gerne helfen als Christ, Seelen gewinnen zu gehen, das Evangelium zu predigen. Das ist deine Aufgabe als Christ. Und du bekommst hiermit die Chance dazu. Sei dabei. Und ich habe dir in dieser Folge erklärt, erstens, was Nacktheit bedeutet. Ja, wir brauchen biblische Standards, wir brauchen biblische Moral. Denn die Bibel ist der Standard für Moral, sonst haben wir keinen Standard. Wenn wir nicht der Bibel folgen, wenn wir nicht fragen, was Gott will, dann haben wir keinen Standard für Moral. Dann gibt es keine Moral. Was ist Nacktheit laut der Bibel? Es ist allein schon, wenn die Schenkel entblößt sind. Und wir sollen nichts Schändliches vor unsere Augen stellen, ja, irgendwie an den Badesee gehen, wo ein Haufen Leute buchstäblich nackt rumlaufen. Ja, aber sie haben doch was an. Nun, laut der Bibel sind sie nackt. Willst du das vor deine Augen stellen? Das ist keine gute Idee. Wir sollten nichts Schändliches vor unsere Augen stellen. Und wir müssen als Christen, klar, wir kommen aus der Welt, ja, wir müssen unser Denken aber verändern lassen von der Bibel. Von der Bibel erfahren, was Nacktheit bedeutet, was Scham ist, was Anstand ist. Anstand ist etwas, was Deutschland fehlt. Es ist ein schamloses Volk und ich kann abschließend nur sagen, Deutschland, du schamlose, schmutzige Hure, kehr um. Und für dich kann ich nur hoffen, dass du als Christ Seelen gewinnen gehst und dass du die Chance noch nutzt und dass wir zusammen zumindest versuchen, Gottes Zorn ein bisschen aufzuschieben. Denn Gottes Zorn wird über dieses Volk kommen. Deutschland ist ein schmutziges Volk, das gerichtet werden muss. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen. Gottes Segen. Bis morgen.